Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Room Makeover und zwar mit einem Zimmer mit Dachschrägen, weil voll viele haben mich gefragt, ob ich mal ein Video zu Dachschrägen machen kann, also wie man da sein Zimmer gestalten kann. Und ich habe keine Freundinnen, die ein Zimmer haben mit Dachschräge. Und wenn die Freundin ein Zimmer hätte mit Dachschräge, dürfte ich es wahrscheinlich eh nicht dekorieren. Aber meine Mom und also meine Eltern haben Freunde und die haben sie kennengelernt über meine kleine Schwester. Also ihre Freundin geht in dieselbe Klasse, aber die haben auch noch ein älteres Mädchen. Und in ihrem Zimmer stehe ich gerade und ich darf mich da heute ausspielen und ihr Zimmer neu dekorieren, weil sie sind neu in dieses Haus eingezogen. Und sie wissen selber nicht so ganz, was sie mit den Dachschrägen machen sollen. Und deshalb helfe ich ihnen heute. Und ihr fragt euch vielleicht, wo ist jetzt das Bett? Und das Bett ist in einem anderen Raum. Also sie hat so einen Nebenraum und da steht es jetzt drin. Aber ich stelle es jetzt auf die Dachschräge. Aber das seht ihr jetzt alles im Video. Aber zuerst räume ich nicht das Bett um, sondern ein Regal. Und zwar circa da, wo ihr steht, ist so ein Regal. Und da wollte ich die Wand streichen. Und das muss ich zuerst machen, damit ich, während die Wand trocknet, alle anderen Sachen umräumen kann. Und deshalb geht es jetzt ans Streichen. Das ist jetzt das gute Stück und wir räumen das jetzt erstmal leer. Die Wand jetzt fertig abgeklebt und das werden wir sie streifen. Also hier kommt rosa hin, dann weiß, rosa. Auf jeden Fall da, wo rosa ist, da müssen wir kurz mit der weißen Farbe drüber gehen, einfach über die Ränder, damit sich das so verschließt, also damit die rosa Farbe nicht so ausläuft. Das sieht dann nicht so gut aus und deshalb gehe ich jetzt da drüber und dann sieht das am Ende sehr gut aus. Ich bin jetzt fertig und das muss jetzt 4 bis 6 Stunden trocknen und das Streichen, also von der rosa Farbe, macht sie dann selber und ich räume jetzt die Möbel um. Ich habe das Schleich jetzt alles mal in den Nebenraum gestellt und jetzt brauche ich Hilfe, weil das Sofa ist ganz schön schwer und wir müssen das an die andere Seite von der Wand stellen, damit wir das Bett rausbekommen. Wir haben jetzt alles fertig umgeräumt, so sollte es dann auch circa dann stehen, bis auf der Schreibtisch. Der muss ein bisschen an die Wand geschoben werden, aber die muss noch gestrichen werden. Deshalb steht er jetzt ein bisschen näher am Bett und ich komme dann übermorgen circa wieder, weil sie muss ein bisschen was ausmisten. Und wenn sie das dann gemacht hat, komme ich wieder und dann dekoriere ich fertig. Jetzt ist Tag 2 und es wurde richtig ausgemistet und die Wand wurde auch schon gestrichen und der Nebenraum wurde auch richtig wieder ausgemistet und jetzt kann ich weitermachen mit Dekorieren und ich mache jetzt zuerst das Bett und das seht ihr jetzt. Ich bin jetzt fertig mit der Bed Area und ich finde, die sieht mega gemütlich aus, vor allem wegen dem Vorhang. Also ich hatte anfangs auch die Idee, das bei mir so zu machen, aber meine Eltern wollten nicht, dass ich Löcher in meine Decke mache. Deshalb ging das nicht und deshalb habe ich jetzt was anderes. Aber das finde ich, sieht mega cool hier aus und es war zwar ein bisschen anstrengend, das so aufzuhängen, weil ich wollte halt, dass die Lichterkette hinterm Vorhang ist und nicht vorm Vorhang, so abwechselnd. Deshalb musste ich das da oben so befestigen mit so Schnüren. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, aber jetzt klappt alles und das sieht mega gut aus, habe ich schon öfters gesagt. Und dann habe ich einfach das Bett nett dekoriert mit Kissen, die sie schon hatte und ja, jetzt
wollte ich eigentlich mit der Sofa-Area weitermachen, aber da brauchen wir einen Bezug. Und deshalb machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Schreibtisch. Fertig mit dem Schreibtisch und auch mit dem Nebenzimmer. Das war ja leer, nachdem wir das Bett rausgestellt haben. Und da hat sie jetzt ihre ganzen Schleichsachen reingestellt und wir haben auch Leisten aufgehangen, wo sie ihre Pferde draufstellen kann. Und wenn sie mal älter ist, kann sie da dann ihr Make-up hinstellen. Also da ist auch ein Fenster und da kann man super sein Make-up dann machen. Und deshalb haben wir die Leisten auch angebracht. Also da kann man sehr viel draufstellen, was super cool ist. Und jetzt machen wir mal weiter mit dieser Wand hier. Wir sind jetzt fertig mit der Wand. Wir haben hier einfach eine Malkommode hingestellt und eine Vase von Ikea. Die habe ich selber auch und ich finde die mega schön. Und halt Eukalyptusblätter haben wir da reingemacht und ich finde, das sieht mega cool aus. Und dann hat sie hier noch so eine Pinnwand hingestellt und da kann sie halt persönliche Sachen hinpinnen und dann einfach noch eine Lampe. Und dann haben wir noch hier so einen Vorhang aufgehangen, dass wenn mal Freunde kommen, kann sie den zumachen und dann ist ihr ganzes Schleich weg oder halt sie macht es nicht zu und dann sieht man halt ihren Schleich. Auf jeden Fall finde ich das eine mega coole Idee und wenn sie mal älter ist, dann kann sie ja da ihre Schminkecke hinmachen und einen begehbaren Kleiderschrank. Das wäre so mein Traum, das würde ich auf jeden Fall hier reinmachen. Also ja, das kann sie dann alles machen und ich glaube, das wird noch ganz cool. Und da oben hingen ja Kabel aus der Ecke, das haben wir jetzt verdeckt mit einem Einhorn. Ich glaube, das ist vom Primark und ich finde das ultra süß. Fertig mit der Sofaecke und auch mit dem ganzen Zimmer. Wir haben einfach an die Wand haben wir noch ein Bild dran gehangen. Das war da schon, also das war nur auf dem Boden. Wir haben es einfach dran gehangen. Und ja, ich bin jetzt komplett fertig. Ich wollte euch noch was fragen und zwar, wie fandet ihr den pinken Bezug schöner oder den weißen? Das könnt ihr gerne mal hier abstimmen. Und ich glaube, sie ist auch super zufrieden mit dem Zimmer, oder? Ja. Ja. Also, und ich finde es auch mega schön geworden. Und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.